Massimo Sinato sollte eigentlich nach seiner diesjährigen Elternpause bei Let's Dance sein Comeback auf der Bühne der zur RTL-Sendung gehörenden Live-Tour feiern. Die Eventreihe muss nun allerdings einen weiteren Rückschlag verkraften, denn von Anfang an mussten die Ticketkäufer jede Menge Geduld und Verständnis mitbringen. 2019 fand die Tour erstmals mit großem Erfolg statt, 2020 war die zweite geplant. Corona-bedingt musste sie allerdings, wie alle anderen Großveranstaltungen, auch komplett verschoben werden. Im November sollen endlich einige der Let's Dance-Profis zusammen mit den beliebtesten Promis aus den vergangenen beiden Staffeln auftreten können. Auf eigens eingerichteten Plattformen kann sich das Publikum zu verschiedenen Hygienebestimmungen informieren. Allerdings gibt es nun immer wieder kurzfristige Ausfälle und Vertretungen im Cast zu verzeichnen. Massimo, der 2020 zusammen mit der Artistin Lilly Paul Roncalli gewann, dämpfte nun zusätzlich die Vorfreude der Zuschauer gewaltig. Er muss die komplette Tour absagen. Massimo Sinato sagt aus gesundheitlichen Gründen Tour ab. Die Absage wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account von Let's Dance geteilt. In dem Post meldet sich Sinato persönlich bei den Fans: Ich hatte mich schon sehr auf die anstehende Let's Dance Live-Tour gefreut. Muss aber leider meine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen. Was genau dem Tänzer fehlte, ließ er in dem Statement aus, versicherte den Followern allerdings, dass es ihm schon wieder besser gehe, nur bin ich leider aktuell noch nicht fit genug für den Leistungssport. Seinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Gästen wünsche er aber viel Spaß auf der Tour. Die Fans reagierten auf diese Nachricht allerdings sehr enttäuscht. Neben zahlreichen Gutebesserungswünschen, äußerten einige Kommentatoren auch ihren Unmut über die chaotische Situation rund um die Tour. Ich gebe meine Karte wieder ab. Ohne Eckart und Massimo keine Lust, schrieb ein User und bemängelte auch das Fehlen des Publikumslieblings Ekaterina Leonova, die schon 2 Jahre in Folge nicht mehr mittanzen durfte.